So, mittlerweile sind wir im Ortsteil Büchenbach der Stadt Erlangen angelangt und biegen jetzt gerade ab auf die Dorfstraße. Kleine Läden gibt es hier, hier ist ein Döner rechts. Rechts die Grundschule Büchenbach. Was gibt es hier noch? Ja. Eine Metzgerei, Fahrradgeschäft. Häuslinger Straße. Und dann hätten wir hier die Feuerwehr Büchenbach im Angebot. Das sind auf der Möhnaustraße. Wohnsiedlung aus. Käuperstraße, die nehmen wir. Oh, Anlieger frei. Dann halt nicht. Die wollen keine Fremden hier. Die wollen nur unter sich bleiben. Hässlicher, diese ganz neuen Wohnhäuser, was auch immer das sind. Dann wieder diese Bunker, die man hier vor ein paar wenigen Jahren gebaut hat, links. Ich möchte nicht wissen, was hier so eine hässliche Wohnung kostet. Hier wird noch gebaut sogar. Osteria del Mercato gibt es ja auch. Ah, das hier ist ein kleines Einkaufszentrum, ganz neu, mit Friseur und Supermarkt, Supermärkten besser gesagt und so weiter. Tja, auf dem Adenauerring. Gar nichts zu sehen, das ist eine, was weiß ich, Umfahrungsstraße. Oje. Ha, Holzweg, auch genau auf dem befinde ich mich jetzt. Wie passend.
Odenwaldallee. Steigerwaldallee. Rönstraße. Tja, ich glaube, an dieser Stelle beende ich mal die Ortsdurchfahrt hier von Büchenbach. Ist auch nicht, hier gibt es gar nichts zu sehen.